Gehen rein. Heute, ne? Ich irre, warum trainiert Kaige dann 3 Stunden? Ich habe keine Ahnung, ich habe nur eine Vermutung. Einer davon ist, glaube ich, sehr viel in Eigenregie, dann immer mal wieder Trainings abfüllen. Kriegst natürlich auch immer wieder Zeit, die dann schnell vorübergeht, ohne dass man es merkt, aber wir werden es ja erfahren. Guten Morgen, Gennadin Jenrobbe. Ich habe an meiner Seite den brustlosen Kai, der vielleicht gleich nach unserem Brusttraining endlich Brustgains bekommen wird. Da Kai aktuell tatsächlich, du bist ohne Coach, habe ich gehört. Genau. Haben wir überlegt, vielleicht kann ich da ein bisschen in sein Trainingssystem eingreifen und vielleicht dem ein paar Trainings. Huch, Moment mal. Ohne Coach? Das letzte Video von ihm ist doch noch gar nicht so lange her, dass er mit seinem zumindest zu dem Zeitpunkt Coach noch über die Form rüber geguckt haben. Was ist da denn los? Doch entschieden, vielleicht mal auch einfach nur einen Wechsel zu starten. Mal zu gucken. Ja, mal einen neuen Input aufzukriegen, um wieder weiterzukommen. Tipps und Pläne aufschreiben, wer weiß, komm ins Coaching, komm in die Wer weiß, kann man da überhaupt rein ohne Brust? Das ist die erste Frage. Musst du dich gleich erstmal beweisen. Ja, nein, Spaß beiseite. Heute reden wir hier ein bisschen über unsere verschiedenen Trainingssysteme, weil, wie ihr wisst, habe Vergessen, ich immer Lust, gerne wie über ein Kai, bisschen weil er näher haben verbringt muss. Muss ich vier auch nicht ganz Stunden so drei schreien, ey. Stunden easy. 3 Stunden easy? Ja, wir haben gerade schon oft ein 3 Stunden bisschen easy. gequatscht, weil wir trainieren auch beide Digga. Push-Pull-Beine. Und du brauchst für eine Push-Einheit 2,5. 2,5 bis 3 Stunden Ja. tatsächlich. Und bei mir, Wofür? trainierst du mit Trainingspartner oder alleine? Immer alleine. Leonie ist. Ach, ey, irgendwas bei mir sitzt hinten und vorne überall nicht. Nacken am Arsch, völlig verkrampft. Rücken irgendwo sitzen da immer noch eine Wirbel nicht ganz so gefühlt, wo sie hingehören. Es ist so eklig, das Gefühl, ne? Alles nicht richtig sitzen, weißt du. So. Nacken ist so leicht verkrampft, genau deswegen wahrscheinlich. Aber allein. Was macht der in der Zeit? Jetzt mal ehrlich? Also ich kann es mir nicht erklären, weil was treibt der? Dabei, Die aber sie spottet trainiert was manchmal, wenn es anderes. hart wird. Okay. Ja. Wenn es hart wird, spottet die. Und bei mir eine Push-Einheit dauert tatsächlich Stunde. Maximal 70, 75 Minuten. Das ist schon. Push, ja gut, ich. Ja, kommt, wie definiert man Push, ne? Aber. Oh, war ja auch keine klassische Push-Einheit. Ich mag dieses Pull-Beine immer noch nicht. Aber je nachdem, was brauche ich. Stunde. Stunde 20. Also, wenn es mal wirklich scheiße läuft, 1,5 Stunden. Aber normalerweise bin ich allerspätestens nach 90 Minuten durch. Verrückt, ja. Unfassbarer Unterschied. Also, allerspätestens. Dann ist schon viel auch vielleicht scheiße gelaufen oder zu lange Pausen gemacht, ohne es zu merken. Weil das auch aktuell ein bisschen besser wird, weil durch die eingeschobenen Cardio-Einheiten, ne? Ich wirklich aktiv bisher ja relativ durchziehe, da mich aussteigern konnte. Merke, dass die Herzfrequenz, ne? Also der Puls geht nicht mehr ganz so hoch wie schon mal. Das ist wieder ein bisschen besser Luft. Das heißt, ich brauche auch gar nicht so viel, zum Teil nicht mehr ganz so lange Pause, um wieder ein bisschen an Luft zu kommen. Ob das jetzt. Also deswegen. Auch wenn man immer so schön sagt, ne, Cardio ist für Pussys, macht trotzdem irgendwo Cardio, es hilft tatsächlich. Was mit seinem Setup zu tun hat, weiß ich nicht. Du gestaltest ja gerne so ein bisschen deine Übungen und dein Setting. Ja, genau. Ich versuche viele Sachen zu modifizieren und zu perfektionieren. Ja. Und der eine oder andere findet es natürlich ein bisschen übertrieben teilweise. Ja, manchmal macht es natürlich auch Sinn. Muss natürlich auch tiefgehend verstehen, wie eine Übung funktioniert, auf was für Sachen man achten sollte. Ja, du gestikulierst echt so krass, ne, die ganze Ja, klar, um mich richtig auszudrücken. Die Leute reden sich immer auf, warum fuchtelt er so rum? Aber um sich richtig auszudrücken, um was richtig rüberzubringen, da muss man eben das gestikulieren. Aber Ich. wenn ich so da sitzen würde und nichts machen würde, würden sich die Leute auch darauf reden. Also ich kann quasi machen, was ich möchte. Ich Ich bin sitze einfach so, wie so. ich bin. Das ist aber Und korrekt. dementsprechend, genau. Das ist sehr gut. Vielleicht verbrennst du auch ein bisschen mehr Kalorien durchs Ja, genau, Gestikulieren den genau. ganzen In Tag. der Wettkampfdiät wird es dann auf jeden Fall weniger. Nee, also, wie sieht denn dein Training ja. aktuell aus? Wenn wir jetzt, wir gehen rein vom Brusttraining jetzt. Ja? Das Genau. passt, glaube ich, zur Thematik, Ja, also genau. Push-Training. Erklär mal ein bisschen, wie ist es aufgestellt? Wie viele Sätze hast du? Satzpausen, wie viele Übungen? Das würde mich mal interessieren. Genau. Hast du 2 Push-Tage die Woche? Hast du einen Push-Tag Ja, die genau, Woche? genau. Also ich habe quasi 2 Push-Tage die Woche. Also ich trainiere Push-Pull-Legs. Und ganz wichtig bei so einem Trainingsplan, dass man 2 Trainingsrotationen hat. Also A- Okay, und B-Trainingstage verstehe. hast du wahrscheinlich auch, oder?
Aktuell nicht, weil ich tatsächlich Push-Pull habe auf 4 Tage aufgeteilt. Ja, ja, ja. Ich habe das Volumen im Oberkörper extrem reduziert. Durch die Wettkampfsaison wissen wir jetzt, was die Schwächen sind, was nicht, weil ich habe ja vorher die Jahre nur so vor mich hin trainiert. Ja. Und ist auf jeden Fall der Unterkörper, der muss aufholen. Aufs nächste Level, genauso wie bei mir. Bei mir ist es komplett umgedreht. Aufs Next Level bringen, genau. Bei Kai ist der Unterkörper Next Level, da muss der Oberkörper nachkommen. Das heißt Brust, Schulter, Arme. Genau, und bei mir wächst das quasi von selbst und deswegen haben wir aktuell einen Push-Tag, einen Pull-Tag und 2 komplette Beinetage. Ja, komplett Vorder- und Rückseite. Ja, ja, das fühle ich absolut. Ja, genau. Du hast 2 Push-Tage und 2 Pull mit A und B. Genau, genau. Habe ich aber auch so gemacht. Ja, genau. Bei mir ist es so ein bisschen anders. Also ich, wie gesagt, meine Schwäche ist der Oberkörper, dementsprechend Beine sehr, sehr wenig Volumen, wie bei dem Oberkörper. Ich trainiere quasi Push, Pull, dann Schulterbeine, damit ich halt die Schulter in der Trainingsrotation, also in 8 Tagen, 4-mal trainiere. Okay. Denn als Nady kann man nicht so große Schultern haben, geht nicht. Und dementsprechend wird die Schulter mit Volumen richtig weggeballert, auch richtig intensiv trainiert. Meinst du nicht? Also, hier mal die. Also, da bin ich tatsächlich so ein bisschen, ob da dann. Klar, du sollst im Training richtig wegballern, aber da stelle ich mir wieder die Frage, läufst du da nicht Gefahr, dass du quasi ein bisschen vielleicht zu viel trainierst, dass der Körper nicht ganz mit der Regeneration hinterherkommt? Das, ne? Du kannst ja auch, Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, einfach zu viel. Einfach nachher zu viel ist. Dass zu viel auch manchmal schaden kann, doch, gerade als Naturathlet, was Regeneration auf angeht. Jeden Fall. Ich habe es nicht gesehen, ne? Ich habe auch viel dazu gelernt. Ich trainiere jetzt schon 10 Jahre. Ja. Aber ich finde so, ein Anfänger, der sollte tendenziell auch immer ein bisschen mehr Volumen ballern. Warum? Weil er eben nicht so gut die Zielmuskulatur treffen kann. Mhm. Das hat bei mir damals sehr, sehr viel gebracht. Viel Volumen. Fühle ich. Es gab irgendwo, hatte ich es letztens mal gelesen, von wegen, ne? So, du musst erstmal von einer Übung 10.000 Wiederholungen machen, so ungefähr, bis du, ne? Jetzt mal blöd gesagt, bis du wirklich die Zielmuskulatur richtig spürst. Ist jetzt nur eine Zahl so dahingegriffen, aber den Punkt tatsächlich verstehe ich. Du musst wirklich, blöd, es sich anhört, erstmal ordentlich Wiederholungen machen und auch vielleicht gar auch das mit sehr hohen, ne? Auch vielleicht erstmal mit mehr Wiederholungen leichterem Gewicht und dich erstmal rantasten, dass du erstmal wirklich nur den Muskel spürst, den du gerade ansteuern willst. Das Muskelgefühl erstmal entwickelt, bevor du anfängst da zu ballern. Ja, die Übungsausführung war noch nicht so gut, weil als 1-2 Jahre Trainierender, da trainierst du nicht. Da lernt man ja, genau. Da kann man vor den Muskel kommen. Ja, genau. Und da tut es oftmals gut, ein bisschen mehr Volumen zu machen, um einfach die Muskulatur trotzdem über das hohe Volumen dann stark zu stimulieren. Und jetzt mit der Zeit ist mein Volumen tendenziell ein bisschen nach unten gekommen, aber dafür die Intensität sehr, sehr weit nach oben gefahren, weil ich jetzt mich wirklich bei Sätzen richtig abschießen kann und so bekomme. So quasi bis fast zur Ohnmacht, sehe ich. Ja, ja, genau. Da kommt der Dämon in mir raus. Aber den Punkt fühle ich ja auch. Also erst hohes Volumen, Muskelgefühl entwickeln, wenn du das Muskelgefühl hast, dann eher so ein bisschen zu gucken, die Intensität zu erhöhen. Und, ja, fühle ich, okay. Fühle ich tatsächlich. Da drehe ich komplett durch. Und mach. Wobei ich aber auch trotzdem immer sage, für mich zumindest, schwere Gewichte trotzdem, ne? Also ruhig. Ich rotiere ja selber bei mir mit dem Trainingsplan ein bisschen. Aktuell. Also ich probiere auch so ein bisschen Sachen aus, wieder, ne, um zu gucken, was macht Spaß? Also woran habe ich irgendwie auch in gewissen Art und Weise dann Spaß? Und was bringt mir wie was oder wie bringt es mich voran? Und aktuell fühle ich tatsächlich dieses so ein bisschen wie, ähnlich wie in US das führt, mit dem Tops, mit Topset und Backoffset. Aktuell 1-2 schwere Sätze zu machen, wirklich schwer. Mit nur, ne, meistens bewege ich mich so bei 5 bis 8 Wiederholungen. Und dann welche, wo ich dann halt mehr Wiederholungen mache, mit weniger Gewicht, dafür versuche, noch besser halt den Muskel zu treffen, bei 10 bis 15 so ungefähr in den Dreh. Äh,
haben wir aktuell, wir testen mal. Macht mir auch riesig viel Spaß und die Fortschritte sprechen eben auch für sich. Und das ist immer ganz, ganz wichtig, dann zu schauen, was die Progression macht. Dementsprechend, du schreibst ja auch dein Training auf. Das ist ganz, ganz wichtig, sein Training zu dokumentieren. Hast du mir noch erzählt? Oder ist es hier ein Secret? Wann habe ich das erzählt? Ja, vorhin. Dass du jetzt anfängst, dein Training zu... Ja, ich habe es von meinem Coach vorgegeben. Aber noch nicht gemacht. Ich habe es teilweise umgesetzt, teilweise nicht. Ich habe mir eine App runtergeladen, danke an die Community aus Twitch, Alpha Progression. Ah ja, kenne ich. Kann sogar 1000 Zeiten messen ja, genau. Und alles. Ja, aber als dann hier die Pro-Version kam mit so und so viel Euro im Monat, war ich zu geizig für. Aber zu faul zum Aufschreiben. Ich auch. Ich muss mich da reinfinden. Ich weiß, es hat Vor- und Nachteile, Training zu loggen, zu dokumentieren. Aber aktuell tracke ich nur die Pausenzeiten. Ja, für viele unterstützte Athleten jetzt vielleicht nicht so relevant. Weil viele unterstützte knallen auch ein Logbuch vor. Ja, das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber jetzt nicht so unglaublich relevant wie zum Beispiel ein Nerdy-Athlet. Weil da ist man relativ schnell irgendwie an seinem Maximum angelangt. Um dann noch irgendwas rauszuholen, muss man eben immer versuchen, mehr Sachen zu perfektionieren. Daten sind sehr, sehr wichtig, denn der Körper, der komplette Körper ist ein System. Und ein System hat immer sehr, sehr viele verschiedene Parameter. Ernährung, Schlaf, Körpergewicht, Koffein, Bewegung und, und. Und wenn du halt eben viele Daten trackst, hast du viele Daten, um die dann später Infos, auszuwerten. Umso mehr kannst du dann auch gucken, bessere Entscheidungen kannst du treffen. Genau, das ist sehr, sehr wichtig. Gerade im Nerdy Game, da macht es jeder. Ja, guck mal, Ernährung. Boah, kann sein, keine Ahnung. Also für mich persönlich, mich nervt's. Ich hab grob, ich bin immer noch mal was grob im Kopf eigentlich, was habe ich letzte Woche gemacht, wie viel habe ich gedrückt, bei wie viel Wiederholungen vielleicht auch sogar, ne, ungefähr. Du weißt ja ungefähr, wo deine ist. Das heißt, du merkst ja selber, oh, guck mal, heute ging wieder ein bisschen mehr. So, von daher... bin ich da entspannt, also... Ernährung hat jeder einen Plan oder weiß jedenfalls, wie viel Kalorien er essen muss. Darüber haben wir letztens mit Johannes habe ich darüber gequatscht und auch mit Heiko. Ja. Da gab es eine kleine Diskussion, kommt übrigens noch auf Heikos Kanal. für mich ist es einfach nur, ich gehe ins Training und ich will einfach trainieren und nicht da irgendwie noch notieren. Weißt du, was ich meine? Ins Training kommt ja, schon das. Ich habe eine Zeit lang, als ich bei Stefan Kienzel im Coaching war, habe ich ein Jahr lang Logbuch geführt. Und irgendwann ging mir das dann einfach auf die Nerven, dann habe ich es aufgehört. Aber klar, es macht schon Sinn. Kommen wir dennoch mal zurück, weil wir sind ein bisschen abgedriftet. Ja, genau. Man kann ja in vielen Sachen abdriften. Push A und B. Genau. Wie viele Übungen, wie viele Sätze, wie sieht der Wiederholungsbereich aus? Das würde mich auch noch interessieren. Also ich starte immer rein mit einer schweren Druckübung, mit einer flachen Druckvariante, zum Beispiel im Eintraining Kürzhantelbank drücken. Da versuche ich so schwer, wie es geht zu gehen. Momentan bin ich bei den 60 Kilo Kürzhantel angelangt, was schon okay ist. Mein Ziel ist jetzt nach dem Aufbau, also nach 7-8 Monaten, dass ich die 70er wegknall. Das wäre schon sehr, sehr geil. Mirvolent hat mich da auf jeden Fall bis 80er Puffer. Da bist du gut aufgestellt. Genau, also schweres Gewicht zu bewegen und halt eben wichtig ist, immer Übungen auszuführen, die man gut in der Zielmuskulatur spürt. Ja. Bankdrücken ist eine gute Übung für jemanden, der es halt eben gut spürt. Oder wo die halt eben das Trainingsgewicht auch in der Brustmuskulatur ankommt, wo die Technik sitzt. Aber wenn du die Technik nicht perfektioniert hast, wenn deine Hebel nicht gut sind, wenn es für dich einfach nicht funktioniert, wenn du einer der Gründe, warum ich so ungern zumindest Standard-Flachbankdrücken mache mit der Langhantel. Es ist besser geworden, trotzdem, es fühlt sich irgendwie immer noch verkehrt an. Mal ganz abgesehen, dass ich sowieso richtig Probleme habe, immer weil lange Probleme hatte, die Brust richtig anzusteuern und das schnell. Auch Kraft aufzubauen, was mit Sicherheit auch mit ein Grund ist. Und es gibt so Tage, da kommt das richtig scheiße in der Schulter an. Also deswegen bin ich immer, es gibt immer mal so kurz Phasen, wo ich das mal einbaue, aber ich versuche es eigentlich nicht. Flachbank mit Kurzhantel müsste ich nochmal ausprobieren. Wie das klappt, habe ich halt noch nicht. Das ist ein anderes. Schmerzen hast oder schon eine Verletzungshistorie, da macht kein Bankdrücken. Das fühle ich halt, ne, mit Verletzungen und ich sage immer, wenn sich etwas komplett verkehrt bei dir anfühlt oder du hast sogar Schmerzen bei der Übung, lass die Übung sein. Meistens. Also entweder, ja, jede Anatomie ist anders, deswegen bin ich auch kein Fan von zu fest Bankdrücken muss so und so aussehen. Es kann sein,
aufgrund der Anatomie, Armlänge, keine Ahnung was, ne? Dass sie bei jedem wieder ein bisschen anders aussieht, ein bisschen anders ausfüllen muss, damit es trotzdem da ankommt und ohne Schmerzen hast. Okay, den Punkt verstehe ich. Also, natürlich ist halt auch der Grund, wie gesagt, warum ich kein klassisches Bankdrücken mache. Oder halt relativ wenig, weil fühlt sich einfach nur immer wieder verkehrt an. Ich liebe Bankdrücken, aber wie gesagt, ich spüre da auch kaum was in der Brust. Ja, genau. Ich müsste wirklich kleines Gewicht nehmen, ganz slow Reps machen. Ist so Frage ist sehr, sehr wichtig, mechanische Last auf den Muskel zu bekommen. Ja. Schaffst du das mit dem Gewicht? Dann macht es halt eher mehr Sinn, an eine Maschine zu gehen, die halt eben geführt ist, wo du dich nicht so viel stabilisieren musst und mit schwerem Gewicht schön die Brustmuskulatur. Ja, deswegen bin ich auch immer mehr auch lieber an Maschinen teilweise unterwegs. Du kannst dich einfach darauf konzentrieren, Muskelgewicht bewegen, nicht zu viel hin und her noch stabil zu halten. Reizen kannst. Also statt in einem Training rein mit einer flachen Druckvariante, im anderen Training mit einer schrägen Druckvariante, Schrägbank drücken an der Multipresse, dann geht es halt eben mal her, wenn ich flach starte, mache ich danach eine schräge Übung und wenn ich schräg starte, mache ich danach eine flache Übung, genau. Und dann zum Schluss der Klassiker, immer eine Butterfly-Übung oder halt eben Flies am Kabelzug. Da natürlich mit einem sehr, sehr stabilen Setup. Wie viele Sätze machst du da zum Beispiel beim schweren Kurzhanteldrücken? 3 Sätze. 3, okay. Genau, ich mache. Machst du so Top-Back-Off-Prinzip oder einfach 3 Sätze selber Wiederholungsbereich? Teilweise ja, teilweise nein. Also ist so bei mir spezifisch drin. Zum Beispiel Kurzhantelbankdrücken mache ich 2 schwere Sätze und einen leichten dann hinterher. Ja. Und genau, auch bei der ersten Übung mache ich immer ein Top-Back-Off-System. Okay. Bei der zweiten Übung dann eben nicht. Und bei der dritten gehe ich dann immer All-Out, mache noch so 3 Sätze Butterfly und versuche mich da halt in den Wiederholungsbereich zwischen 10 bis 14, 15 Wiederholungen wirklich richtig abzuschießen mit maximalem Feeling auf der Brust. Okay. Ganz ja, fühle ich. Also, da muss ich sagen, ich glaube, da gleicht sich das so ein bisschen auch von dem, wie er jetzt vom Training, also, ne, man hat gesehen jetzt davon, aber vom Brusttraining, ich starte lieber mit Schrägbank. Wie gesagt, Ding ist ja hier rausgenommen, dann nehme ich deshalb so ein Ding, weiß ich noch nicht, ob ich ganz. Da bin ich, bei Brust bin ich halt nur ein bisschen am Gucken, auf was für Übungen nimmst du eben. Nehme ich nur wirklich mit rein, oder ist das zu viel, das zu wenig? Ja, immer. Aber das fühle ich. Top-Back-Offsets quasi mache ich, ne? 1, 2 schwer. In der Regel, ich sag mal, 1 schwer, 2 Sätze dann eher auf Wiederholung mit Intensität. Das mache ich aber prinzipiell. Und dann zum Ende hin mit Butterfly oder einer geraden Brustpresse an der Maschine. Manchmal mache ich auch beide Übungen, wie auch immer. Die ich nicht mehr ganz so schwer meist. Das ist meistens sowieso schon viel Power raus, aber auch da eher quasi Coach. Ne? Das ist wichtig, stabiles Setup. Also ich bin kein Freund davon, mich an den Kabelzug einfach hinzustellen und Fleiß auszuführen. Denn wenn man wenig Gewicht hat, dann funktioniert es. Ja. Aber wenn man jetzt eine große Brust hat, dann braucht man schon ein bisschen mehr Gewicht. Und dann ist es eben oftmals problematisch, weil man drückt den Körper dann natürlich weg mit dem Gewicht her. Das ist ganz, ganz logische Physik. Bei Cable-Fleiß merkt man das extrem. Ja, genau. Und macht ja da keinen kann Sinn, man gar nicht viel Gewicht nehmen, weil man einfach auch keine Stabilität mehr hat. Dann macht ja keinen Sinn, dann irgendwie auszugleichen, irgendwie schräg zu drücken. Und deswegen, also da gehst du lieber auf den Butterfly wahrscheinlich. Genau, oder ich stelle mir halt eine Schrägbank in den Kabelzug rein, positioniere den mittig und dann habe ich so ein stabiles Setup und kann maximal die Brust wegholzen. Genau. Bin ich mal gespannt gleich aufs Training. Kann schon auf jeden Fall sein. Und dann gibt es am Push-Tag dennoch aber Schulter bei dir. Genau. Und Druckübung wahrscheinlich. Genau, also Schulter ist stärker wie mein Trizeps, würde ich sagen, weil ich mich mal verletzt hatte am Trizeps. Bin da in eine Glasscherbe reingefallen und dementsprechend musste hier der Schleimbeutel rausgenommen worden. Und auch deswegen knackt auch mein Arm so ein bisschen und leichte Schmerzen. Und dementsprechend ist ein Trizeps so ein bisschen schlechter wie der andere. Okay. Heißt, im einen Training starte ich mit der Schulter. Im anderen Training starte ich aber mit dem Trizeps, um halt eben noch ein bisschen mehr Fokus auf den Trizeps zu setzen. Viel Wissenschaft hier bei Kai Wiesner. Ja, Okay, das wäre mir zu viel. Aber ich bin ja auch immer noch Fan von diesem, ich bin zwar am Überlegen, so ein Push-Pull-Prinzip mal auszuprobieren, aber aktuell fahre ich lieber eher auf so diese klassischen Splits. Auch so lieber so einen klassischen Fünfer-Split, wie man es kennt, eine Muskelgruppe pro Trainingseinheit, nicht mehr.
Muss man genau. gucken. Das ist nicht alles einfach rein ins Training und zerlegen, sondern nee, wirklich nee, alles nee. Aufs kleinste Detail bei dir. Ja, genau. Du bist ja jetzt weg von deinem Coach. Genau. Kein böses Blut, ganz normal getrennt. Nee. Bist du auf der Suche nach was Neuem oder machst du jetzt erstmal alles selber? Weil du hast ja auch bald wieder Prep nächstes Jahr. Ja, genau. genau. Oder übernächstes nächstes, ne? Jahr, nächstes Jahr. Herbst, ne? Ja, genau. Ja, ich habe mir schon überlegt, soll ich die ganze Sache selber machen? Es würde auf jeden Fall auch funktionieren bis zu einem gewissen Punkt. Und zwar in der Wettkampfdiät irgendwann mal ist mal so krass in seinem Tunnel, fährt so heftig sein. Falsche Selbsteinschätzung. Genau, und alles, ja. Man sieht gar nicht, wie krass man eigentlich ist. Man trifft dann auch die falschen Entscheidungen. Genau. Und man versucht natürlich selbst, sich auch so ein bisschen vor Schmerz, vor Leiden zu schützen. Mhm. Und dementsprechend wird man dann die Kalorien vielleicht nicht reduzieren, versucht sie so ein bisschen schön zu reden. Und also dann wirst du schon irgendwo ja, dir wieder genau. Hilfe suchen. Ich habe ein HK-Coaching, kennst du? Nee. Heiko Kalbach-Coaching. Das ist die letzte Instanz, Leute. Kai soll noch ein bisschen leben, der soll nicht so schnell abkratzen. Das ist die letzte Instanz. Wenn gar nichts geht, dann würde ich mich da vielleicht mal melden. Okay. Da bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Also da sieht man viele Unterschiede. Bei mir ist es tatsächlich aktuell, da wir das Volumen reduziert haben im Oberkörper, weil der wächst von alleine bei mir genau. quasi. Wie bei mir die Beine. Wir können uns ja auch irgendwo auch nicht vergleichen. Ich bin ja enhanced, du nicht. Das ist ja auch schon ein Unterschied. Ja. Ich regeneriere viel besser, auch wenn ich etwas älter bin und merke, dass meine Regeneration auch langsam nicht mehr so ist. Wie alt bist du jetzt? 28. Ach so, krass, okay. Ich dachte, du bist jetzt auch Anfang, Mitte 20. Ja, ich sehe ganz schön jung aus, gell? Ja, Stoff macht alt, Freunde, seht ihr. Ja? Distanziert euch von Medikamenten. Nee, und bei mir ist tatsächlich so aktuell, ich habe beim Push-Tag nur 2 Übungen für die Brust. Insgesamt 7 Sätze die Woche, das war's. Ja. So sieht es bei mir aus. Ja. Dafür, wie gesagt, der Fokus liegt aktuell komplett auf dem Unterkörper, weil das sind die Schwachstellen. Ja. Der Oberkörper war dieses Jahr brutal. Klar, ein bisschen Rücken, könnte noch ein bisschen Fleisch drauf, aber ich bin da zuversichtlich, das wächst von selbst. Deswegen, ich habe auch keinen A- und B-Tag, ich habe nur einen Push-Tag. Da habe ich 2 Brustübungen, eine schwere Druckübung. Okay. Wir wissen zweimal noch nicht, warum wir 3 Stunden braucht. So gut, 4 Setups auch. Aber ich denke mal, an der Stelle, ne, ist auch gut. Wenn es weiter interessiert, schaut bei William vorbei.